Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss der Bundestag wieder lebendiger werden. Er braucht keine Regierung, um zu arbeiten. Im Gegenteil, wir halten uns eine Regierung. Aber er braucht Regeln, die wir uns hier mit dieser Geschäftsordnung gleich selber geben werden. Diese Regeln müssen dem Anspruch, die Herzkammer der Demokratie zu sein, gerecht werden und diese auch abbilden. Und dass diese Regeln reformbedürftig sind, ist nicht neu. Daran haben wir bereits in der vergangenen Legislaturperiode gearbeitet und waren uns auch in vielen Punkten einig. Gleichwohl hat Ihre Fraktion, Frau Bundeskanzlerin, die Union, wenn man davon noch von einer Union sprechen kann, am Ende eine Einigung blockiert. Doch wir wollen heute nach vorne schauen. Deshalb beantragen wir im Kern, dass die Frau Bundeskanzlerin, so sie denn gewählt wird im Bundestag, sich viermal im Jahr einer direkten Befragung im Parlament stellt. Viermal im Jahr ist nicht zu viel. Und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wir wollen selbst festlegen, was wir die Regierung befragen in der Regierungsbefragung. Meine Damen, da kann doch niemand dagegen sein. Und deswegen haben wir als Linke zwei Änderungsanträge eingebracht, die ich kurz vorstellen will. Wir wollen das Ganze hier lebendiger machen. Wir brauchen natürlich wirklich eine bessere Kontrolle des Regierungshandelns und wir müssen die Abgeordnetenrechte und den Bundestag als solches stärken. Und jeder, der es mal gesehen hat, entweder hier live, da kann man besser sagen, der es ertragen musste, oder bei Phoenix, es weiß jeder, dass wir die Regierungsbefragung und die Fragestunde grundlegend reformieren müssen. Dazu hat der geschätzte Präsident Lammert vieles Richtige gesagt. Und dazu gehört zwingend, dass natürlich die Fraktionen, besonders natürlich auch die Oppositionsfraktionen, hier Themen vorschlagen können, die zum Beispiel, so sie denn gewählt ist, der Bundeskanzlerin sehr unangenehm sind, der Bundesregierung unangenehm sind. Das ist ganz, ganz zentral. Und ich will auch eins sagen, was wirklich nicht geht, das ist eine Befragung der Bundeskanzlerin lediglich in der Bundespressekonferenz gibt. Das geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 289 Kolleginnen und Kollegen als neu gewählte Abgeordnete, die in der letzten Legislaturperiode diesen Bundestag nicht angehört haben. Und zwei Fraktionen sind neu ins Parlament gezogen. Und diese neuen Abgeordneten werden jetzt mit teils umfangreichen Änderungsanträgen der Geschäftsordnung begrüßt. Ich halte das weder für besonders stilvoll noch sachlich gerechtfertigt und fair. Die neuen Kolleginnen und Kollegen hatten weder die Gelegenheit, sich mit ihren Anträgen auseinanderzusetzen, noch hatten sie Gelegenheit, jemals live eine Regierungsbefragung oder das, was sie ändern wollen, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen oder zu erfahren. Also, deswegen sagen wir, ungeachtet der Möglichkeit, was zu ändern, deswegen sagen wir, wir wollen nicht, dass die Anträge heute abgestimmt werden, wir wollen sie überweisen, damit sie in Ruhe und mit der gebotlichen Sachlichkeit beraten werden können. Und deswegen soll sich zunächst der Bundes- oder der Ältestenrat damit beschäftigen. Ich kann mich sehr gut erinnern an unsere vielen Vorstöße aus unserer Fraktion, das Thema Rechte des Parlaments zu stärken, hier mehrheitsfähig zu machen. Wir sind leider immer wieder damit gescheitert. Das Thema Parlamentskultur, die Frage Debattenkultur, die Frage Transparenz und Öffentlichkeit von Ausschüssen zum Beispiel und auch das Fragerecht oder die Regierungsbefragung. Außer mit dem Bundestagspräsidenten AD, der auf der Tribüne sitzt, und vielleicht Einzelnen in ihren Fraktionen gab es keine Übereinstimmung in dieser Frage. Und deshalb ist die Regierungsbefragung so, wie sie immer war, auch heute noch. Und dafür braucht es dringend eine Änderung. Das sehen auch Bündnis 90 die Grünen so. Meine Damen und Herren, aber ich wüsste nicht, und deshalb kann ich das Gefeixe aus den Reihen der SPD gar nicht verstehen, warum wir heute einfach Ihrem Antrag folgen sollten oder aber dem Antrag der SPD, der Linken, der noch wieder anders ist. Also es liegen ja zwei Anträge vor. Auch wir haben Vorschläge zur Regierungsbefragung gemacht und zur Fragestunde. Und in Ihrem Antrag zum Beispiel finden sich unsere Punkte nicht in Gänze wieder. Zum Beispiel die Abschaffung der Konsumptionsregel. Warum haben Sie darauf verzichtet?
Das ist doch ein wichtiges Instrument, gerade für die Opposition, meine Damen und Herren. Oder die Abschaffung der dringlichen Fragen. Warum wollen Sie denn die dringlichen Fragen abschaffen? Das ist ein super Instrument für die Opposition. Das würde ich mir noch mal überlegen. Oder aber die Frage, warum wollen Sie eigentlich keine Befragung zu europäischen Themen? Wir haben doch hier den Anspruch, im Parlament europäische Themen zu beraten, meine Damen und Herren. Also, jetzt mal Karten auf den Tisch. Warum sind all die Sachen in Ihrem Antrag nicht enthalten? Warum die Lacherei darüber, dass Sie uns hier heute vorführen wollen? Ist doch absurd. Ich möchte mit Ihnen darüber diskutieren, warum Sie auf all diese wesentlichen Sachen verzichten wollen. Und ich möchte auch mit der CDU/CSU darüber diskutieren, dass da mal langsam ein bisschen Bewegung aufkommen muss in diesem Thema, auch bei der CDU/CSU, dass wir hier eine Veränderung brauchen. Und Herr Buschmann hat für die FDP ja schon erklärt, dass auch Sie sich was anderes vorstellen zum Thema Regierungsbefragung und Fragestunde. Deshalb habe ich kein Verständnis dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen aus SPD und Linken, warum Sie meinem Vorschlag im Vorältestenrat zu sagen, lasst uns das überweisen, lasst uns alle Vorschläge aller Fraktionen im Deutschen Bundestag angucken und dann sehr zeitnah darüber reden, dass wir das wirklich ändern, nicht gefolgt sind. Sie wollten uns einfach vorführen mit der Geschichte heute, und das machen wir nicht. Wir kommen nun zur Abstimmung. Änderungsantrag der Fraktion der SPD auf Drucksache 8 mit dem Titel Weitergeltung von Geschäftsordnungsrecht, Fragestunde und Befragung der Bundesregierung. Die Fraktion der SPD wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der CDU/CSU, Bündnis 90 die Grünen und FDP wünschen Überweisung an den Ältestenrat. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für den Antrag der drei genannten Fraktionen auf Überweisung in den Ältestenrat? Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist der Antrag angenommen mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, FDP und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD, der AfD und der Linken.